In diesem Video zeige ich dir, wie man Indikatoren einstellt bei Atas. Einfach ganz einfach. Hier auf Indikators, Rechtsklick Indikators klicken. Dann seht ihr hier schon die ganzen Indikatoren. Ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Wir benutzen das Volumen, also ich persönlich benutze das Volumen. Ja, zeigt uns an, wie viele Kontrakte dort gehandelt werden in der aktuellen Kerze. Dann kann man noch das Delta benutzen, Kumulativ, Delta, Bid und Ask. Habe ich ja auch schon drin, Bid und Ask. Ne, Quatsch, das war nicht das. Genau, Bid und Ask ist dieser Indikator. Das war Death of the Market, der hier rechts. Entschuldigung. Hier sehen wir auch Bid und Ask. Was hier gehandelt wurde, brauchen wir persönlich nicht. Meiner Meinung nach mit Delta kann ich mal kurz erklären. Da sehen wir halt, dass hier in dieser Candle zum Beispiel viele Verkäufer waren anstatt Käufer, ja. Hier zum Beispiel in dieser Candle gerade sehr viele Käufer anstatt Verkäufer. Das zeigt uns das Delta an. Also wer hat hier die Überhand, zeigt uns das Delta an. Machen wir wieder raus, braucht man nicht. So, wie bekommen wir jetzt das Volumenprofil rein, was ich benutze? Ist hier unter Market Profile reingelegt. Market Profile. So, jetzt ist das schon mal hier reingefügt. Was ich da persönlich als Einstellung nutze, zeige ich euch auch. Wir können das Market Profile nämlich auf unterschiedliche Zeiträume einstellen. Jetzt ist es gerade hier auf 60 Minuten eingestellt. Moment, ich muss gerade kurz bei meinem Trade was gucken.